Unter einem meiner Videos für Schall- und Bewährungsplanung wurde die Frage gestellt, wo ich denn diese Betonierfuge habe, also eine Musterlinie, die so einen Zickzack-Versprung macht. Und ich zeig's euch. Komm, wir wechseln zu Allplan. Aber bevor wir das machen, liken wir das Video, abonnieren den Kanal und aktivieren die Glocke. Also bis gleich in Allplan. So, wenn ich jetzt in Allplan mir die Betonierfuge heraushole aus meinem Assistenten, dann sieht man hier, wird bei mir das Muster 39 gewählt, Betonierfuge. Wenn ich aber jetzt ein neues Projekt wählen würde, wäre das Muster 39 gar nicht verfügbar. Deswegen zeige ich euch, wie ihr das Muster, in dem Fall 39, selbst erstellen könnt und auch andere Muster. Dazu wechsle ich das Projekt auf Betonierfuge, um das Ganze hier zu beweisen. Und seht ihr, wurde es ausgetauscht, ein neues Projekt. Ich gehe hier auf Extras, Definitionen. Ach so, wenn ihr hier diese Zeile gar nicht habt mit Extras, dann liegt es daran, dass hier die Menüleiste ausgeblendet ist. Also wenn es ausgeblendet wäre, so, einblenden, so, dann gehen wir auf Extras, Definitionen und suchen uns hier auch gleich die Muster aus und sagen, okay, dann bekommen wir so ein eigenes Teilbild, sage ich jetzt mal, mit eigener Begrenzung und lauter kleinen Pünktchen, so Rasterpünktchen. Und diese Funktionen, die docke ich mir jetzt erstmal hier in der Mitte an, damit ich mehr Platz zur Verfügung habe. Bevor ich jetzt anfange zu zeichnen, ich könnte das Ganze auch länger oder breiter erstellen, dieses Muster, zum Beispiel mit, wo ist es? Hier die Breite. Hier sind wir auf 1000. Wir können das Ganze auch auf 2000 machen. Ich stelle das Ganze wieder aber zurück. Aber das Prinzip ist klar, denke ich mal. Hier könnt ihr die Farbe und die Stiftdicke wählen. Und genau. Und ich fange jetzt einfach mal an und sage hier, ich möchte im Mittelpunkt starten. Jetzt bin ich auf der sicheren Seite und könnte das Ganze bis hierher verfrachten. Dann hole ich mir wieder den Mittelpunkt und dann weiß ich, okay, hier ist der Mittelpunkt. Von dort aus gehe ich nach oben, von dort aus nach unten. Hat abbrechen, ich habe jetzt einmal zu viel Escape gedrückt. Dann den Löschbefehl und ich lösche das hier raus. Jetzt habe ich diese schräge Linie gelöscht und jetzt müssen wir das Ganze wieder zurückführen. Beispiel so und dann auf Linien trimmen und schon hätten wir so eine Musterlinie. Ist wahrscheinlich jetzt zu breit, deswegen verschieben wir das so und so. Und ich glaube, das ist zu gerade, deswegen gehen wir hier so her und hier so her. Wunderbar. Jetzt können wir das ganze Muster speichern. Wir haben Muster 0. Und wir können das auch umbenennen. Wo ist es gleich wieder? Moment. Bezeichnung Muster, genau. Wir können hier jetzt eine Bezeichnung eingeben und zum Beispiel Betonierfuge. Einmal bestätigen, Muster speichern und wir haben jetzt das Muster 0. Wir hatten zuvor, naja, ich war auf der 39, passt, genau. Und wir könnten ein weiteres Muster erstellen, zum Beispiel ein Muster wählen und gehen hier einfach irgendwo hin, wo es uns gefällt, zum Beispiel auf die 20. Und auch hier können wir irgendwelche Muster erstellen, Breiten und so weiter und so fort. Ja, machen wir einfach mal irgendwas. So. Machen wir diese gezackte Linie und die bezeichnen wir als Zick, Zack, Like. Das Video. Ihr habt jetzt Zeit, ne? Gut. Und dann speichern wir auch dieses Muster ab. Und dann sind wir mit Escape wieder zurück in Allplan. Und wenn wir jetzt eine Linie zeichnen, machen wir hier mal einen Doppelklick, dann können wir hier die 39 wählen. Ach, genau, hier werden nur die aufgelistet, die auch gefüllt sind. Aber wir haben auch Zickzack, Like das Video. Und unsere Betonierfuge.
Das war's auch. Also liked das Video, abonniert den Kanal, schaut das nächste Video an. Und wenn ihr mehr hilfreiche Tipps braucht, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Oder schaut mir in die Beschreibung, dort ist das Webinar für den Ingenieurguide. Vielleicht ist das was für euch, dass ich euch betreue online. Und ansonsten sehen wir im nächsten Video uns wieder. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.